willkommen beim neuen Video bei Willi nur nach 15. Und heute haben wir wieder Kochzeit. Soll eine kleine Serie werden. Also wenn ihr mal neugierig seid, was andere Länder so an Spezialitäten haben oder Kochgerichte, dann könnt ihr mir das mal unten in die Kommentare schreiben, welches Land euch am meisten interessiert. Ich habe jetzt hier einen Vorschlag von David von In My Welt. Der hatte mir unter den Kommentaren geschrieben, er hätte gerne mal so mexikanische Küche. Ich habe mir die mexikanischen Rühreier ausgesucht. Sie sind schnell zu machen, sie sind eher nahrhaft. Einfach schnell in 15 Minuten erledigt, wer mal keine Lust auf Kochen hat und mal schnell irgendwie ein Gericht zaubern möchte zu Hause. Der liegt mit den mexikanischen Rühreiern sehr gut. Ich sage euch mal die Zutaten, die ihr braucht. Ihr braucht erstmal so einen Bund Lauchzwiebeln, Öl, Chiliflocken, Salz. Ja, und dann kommt die Hauptzutat. Da habe ich mich aber so ein bisschen nicht entscheiden können. Mexiko-Mix, Texas-Mix. Ja, da sind also, wie ihr seht, die Kidneybohnen drin. Ich finde das also noch ein bisschen kräftiger und ich werde mich, glaube ich, auch für den Texas-Mix entscheiden. 10 Eier, die ich beim Bauern geholt habe heute Morgen. Weizen-Tortillas. So, jetzt wollen wir das zubereiten und dann sage ich euch nachher auch, wie es schmeckt. Wenn ihr Bock habt auf so Videos und wenn euch so ein Video gefällt, dann gebt mir auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben. Und wenn ihr natürlich mehr sehen wollt von den Kochshows, dann abonniert den Kanal. So, und jetzt wollen wir mit der Zubereitung anfangen. Und so schwierig ist das gar nicht. Wir machen erstmal unser Öfchen an hier. So, und dann kommt ein Esslöffel Öl eurer Wahl, Rapsöl oder Olivenöl, ein Esslöffel in die Pfanne. Und schneide die Tortillas in Streifen. Dann braten wir die Tortillastreifen in der Pfanne an. Die Tortillas müssen jetzt in diesem Fett 3 Minuten knusprig braten. Und in der Zeit machen wir den Lauch fertig. Den werden wir jetzt noch ein bisschen waschen, schälen und... Boah! Jetzt meldet sich die Kaffeemaschine. Irgendwas ist hier immer. Mein Gott, hat einer Lust auf einen Kaffee? Kaffeemaschine will was zu tun haben. Ich habe noch nie Lauch geschnitten. Also Grüne muss erstmal ab, denke ich mir mal hier. Ende auch. Muss man mal öfters wenden. So, jetzt mache ich das mal so wie die großen Küche. Die setzen immer den Daumen, den Finger hier an und hebeln einfach nur immer das Messer so. So, kann man erstmal so langsam üben, bevor nachher die Fingerchen dabei sind. So, und jetzt wollen wir mal eben den, ja, unsere Maismischung abtropfen lassen in einem Sieb. Jetzt habe ich mich natürlich für die Kidneybohnen entschieden und nicht für die Erbsen. Ist Geschmackssache, wie gesagt, muss jeder für sich selber entscheiden. So, dafür braucht ihr so ein Siebchen hier. Einfach rein damit. 1 Minute 37 Sekunden später. So, inzwischen sind die Tortillastreifen knusprig gebraten. Die werden wir jetzt aus der Pfanne nehmen. Dann 3 Esslöffel Öl in die Pfanne geben. 1, 2, 3. So, und jetzt geben wir das Gemüse dazu. So. Das dünsten wir jetzt mal so 2-3 Minuten an. In der Zeit, wo das jetzt andünstet, können wir jetzt unsere 10 Eier quirlen. Bam, 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 bam. Die quirlen wir jetzt ein bisschen. Also ihr kennt das ja auch vom Rührei, das wird dann also ein bisschen ineinander verquirlt. Dazu kommt jetzt etwas Salz. Und die Chiliflocken. Also muss man jetzt nach seinen eigenen Messen, was ist scharf, was nicht scharf, da muss man vorsichtig mit sein. Gerade die Chiliflocken. Und dann wieder ein bisschen aneinander quirlen. Mit Salz und Chiliflocken. Dann können wir ein bisschen hochfahren in der Temperatur und geben das Rührei dazu. Also im Fachjargon heißt das, die Rühreimasse dazugeben und unterrühren, stocken lassen. Also stocken lassen, denke ich mir mal, wird das Ei dann nachher zur festen Konsistenz.
So, man sieht, jetzt wird fest. Es wird fest, seht ihr? Es ist jetzt schon eine feste Masse geworden. Also zumindest verzehrbereit, sieht aus, ja, wie Ei mit Gemüse. So, wer dann noch ein bisschen nachwürzen will, der kann seinen Gästen auf jeden Fall noch mal Salz und die Chiliflocken auf dem Tisch stellen. Da kann man immer noch nach Bedarf noch mal nachwürzen. So, jetzt haben wir das natürlich richtig schön gemacht hier. So, das kann man jetzt den Gästen so servieren. Mexikanisches Rührei und dann gibt man die Tortilla-Streifen oben noch drauf, die knusprigen. So haben wir das jetzt angerichtet hier, die ganze Geschichte. Sieht lecker aus, werden wir jetzt auch mal zusammen probieren. Ich sage euch, wie es schmeckt. So, dann wollen wir das mal probieren. Also schmeckt sehr gut. Natürlich kommt das Ei natürlich geschmacklich sehr stark raus. Aber auch die Zwiebeln und das Gemüse bekommt man sehr gut zu schmecken. Was ich jetzt an meinem Rührei oder mexikanisches Rührei jetzt bemängeln kann, es hätte noch etwas mehr gewürzt werden können. Also ich habe schon Salz und Chiliflocken genug da reingetan, aber immerhin verliert sich einiges dann wahrscheinlich beim Kochen. Und man könnte jetzt also noch nachwürzen. Ja, und dann ist es natürlich eine sehr leckere, kräftige und vor allen Dingen sättigende Mahlzeit. So, das war's für heute. Ich hoffe, euch schmeckt das mexikanische Rührei. Wenn ihr es selber macht, schreibt mir mal unten in die Kommentare, wie es euch geschmeckt hat und wie ihr mit der Zubereitung klargekommen seid. Ich für meinen Teil verabschiede mich. Wir sehen uns im nächsten Video. Vergesst nicht das Däumchen nach oben und abonnieren. Ich freue mich auf euch. Bis im nächsten Video. Ciao, ciao. Thank you.